Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, bei dem ihr mitmachen könnt in Jurassic World Evolution 2. Und zwar ist das kein neues Format oder unbekanntes Format, sondern hatten wir das Ganze auch schon im ersten Jurassic World Evolution Teil gemacht. Für die, die es noch nicht kennen sollten, ihr werdet hier als Dinosaurier im Kampf gegeneinander antreten. Insgesamt gehen pro Folge 3 verschiedene Spezies in die Arena. Und welche das sind und wie viele Exemplare davon, das wird alles zufällig ausgelost. Entscheidend ist am Ende, wer als letztes überlebt, und dieser kommt dann in das große Finale. Im großen Finale werden dann alle Finalisten gegeneinander antreten und dort gibt es dann auch einen Preis zu gewinnen. Wie ihr bei diesem Videoformat mitmachen könnt, das verrate ich euch am Ende des Videos. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir erstmal mit der ersten Folge Jurassic Battle. Und der erste Kontrahent für heute, das ist der Ceratosaurus und insgesamt davon 2 Exemplare. Und für die erste Folge habe ich jetzt erstmal zufällig Mitglieder von meinem Kanal als Dinosaurier ausgewählt. In diesem Fall sind jetzt Jannis und THX die Glücklichen und übernehmen diese beiden Ceratosaurus. Ab der nächsten Folge habt ihr dann auch als normale Mitglied natürlich die Chance, hier mit dabei zu sein. Und der zweite Kandidat für heute ist ein Dilophosaurus und davon ganze 5 Stück an der Zahl. Und auch diese werden von 5 meiner Mitglieder übernommen. Und die dritte und letzte Spezies, die heute antritt, ist ein Carcharodontosaurus. Und dieser wird übernommen von Nadine. Und jetzt geht's hier los. Alle Kandidaten sind in der Arena gelandet. Und der Cerato und der Carcharodonto, die schreien sich hier direkt an. Ich glaube, es könnte ja auch direkt zum Kampf kommen, so wie es aussieht. Oh, die Dilos kämpfen, glaube ich, auch im Hintergrund gegeneinander. Oh ja. Das kann natürlich auch passieren. Sie machen sich jetzt gegenseitig kaputt. Eieiei. Okay, das geht hier direkt mega los, die Action. Da verliert man echt schnell den Überblick. Aber jetzt gerade scheinen sich erstmal wieder alle Kandidaten so ein bisschen beruhigt zu haben. Ist aber auch noch keiner so richtig blutüberströmt. Also ich glaube, das ist alles noch im grünen Bereich. Der Carcharodonto kämpft jetzt gegen die Dilos. Und da fliegt auch schon der erste Dilo. Und der Carcharodonto liegt am Boden. Boah, der legt sich hier auch wirklich mit allen an. Das sieht nicht gut aus für Nadine.
Aber der Kakarodonto lebt noch. Oder auch nicht. Oh, shit. Okay, da hat er gerade einen Abgang gemacht. Damit ist Nadine draußen. Ich denke mal so, der Mitfavorit, weil es halt der größte und schwerste ist, ist jetzt als erstes ausgeschieden. Lag halt einfach daran, dass er so aggressiv war. Alle anderen Kandidaten sind hier noch drin. Aber die Dilos sind natürlich auch klar in der Überzahl. Aber das heißt ja nichts. Oh, so wie es aussieht, kämpfen wir jetzt hier gleich die Ceratos gegeneinander. Oha, so hatte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die so ein bisschen mehr im Team zusammenhalten. Aber da scheinen die gar keinen Bock drauf zu haben. Aber das ist halt auch alles Glückssache, weil die Modifikationen auch Zufall sind, die ich auswähle. Und dann kann es halt auch mal passieren, dass sie nicht ganz so sozial sind und dann nicht ganz so gut im Team funktionieren. Ist natürlich ärgerlich, ne, wenn die sich gegenseitig fertig machen. Vor allem, weil die ja eigentlich noch 5 Kontrahenten hier haben, die Ceratos. So, jetzt scheint es aufeinander zuzugehen. Boah, das sieht richtig böse aus bei den beiden. Aber ich glaube, das war nur so ein verbaler Schlagabtausch. Ich schaue jetzt mal in dieser Ansicht kurz, wie es so den Dinosauriern geht. Ich glaube, die sind alle schon wieder bei 100. Weil die haben sich jetzt länger nicht attackiert. Oh, da hinten, was passiert da? Ja, die schreien sich wieder nur gegenseitig an. Oh, greift der jetzt hier an? Das sieht fast so aus. Oder auch nicht. Was macht er denn jetzt? Das ist echt schwierig einzuschätzen, was hier passiert. Sieht so böse aus bei dem Dilo, das Sozialisieren. Oh, jetzt! Ich habe gerade vorgespult mal ein bisschen. Jetzt steht hier auch, dass die einen Kampf begonnen haben. Das schauen wir uns natürlich jetzt an. Jetzt greifen die Dilos an. Und der Ceratos am Boden. Der blutet auch jetzt ganz schön. Also die Dilos machen das hier ziemlich klug. Immer von allen Seiten. Und das war's jetzt auch. Oha. Das war's mit Yannis. Die Dilos sind mega stark. Ist ja Wahnsinn. Ich hab noch gar keinen Schaden bekommen davon. Ich dachte eigentlich, dass diese Gruppenangriffe schwächer geworden sind und schlechter. Es ist übrigens so, dass 5 die Maximalanzahl ist. Also bei der Auslosung hatten die Dilos echt Glück. Aber das geht auch nur bei kleinen Fleischfressern. Also ich habe das so ein bisschen so festgelegt, dass halt mittlere Fleischfresser höchstens 3 sein können, kleine Fleischfresser bis zu 5 und große mit ganz geringer Wahrscheinlichkeit sogar zu 2 sein können. Also so ein Tyrannosaurus könnte auch zu 2 sein, aber da ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Ich habe es halt versucht, so fair wie möglich zu machen, auch wenn es jetzt gerade mega unfair erscheint. Aber ich denke mal, im Finale werden die Dilos es nicht so einfach haben. Aber noch ist ja auch nichts entschieden, ne? Also vielleicht kann sich ja der Cerato hier durchsetzen. Ich hätte halt nicht gedacht, dass sie gar keinen Schaden oder so nehmen. Oh, jetzt scheint es hier loszugehen. Die 5 Dilos stürzen sich auf THX. Boah, der kommt gar nicht mehr vom Boden hoch. Das ist wirklich mies gegen 5 Dilos. Die weichen aber auf jede Attacke aus. Also der Cerato hat hier absolut keine Chance. Da geht er zu Boden und die Dilos haben verdient gewonnen. Es hat auch keiner Schaden genommen, oder? Junge, sind die stark. Das hätte ich nicht gedacht.
Aber herzlichen Glückwunsch an die fünf, die jetzt hier ins Finale gekommen sind. Das sind einmal Cody Geitz, Leopold, Marcel Braune, Radagast und Vroni. Ihr fünf habt hier wirklich eine klasse Performance hingelegt. Ich glaube aber im Finale wird es nicht ganz so einfach, weil da werden hier sehr viele andere Dinosaurier sein. Und da ist man dann nicht so krass in der Überzahl. Ich dachte aber auch ehrlich gesagt, dass die dieses Pack-Hunting ein bisschen genervt hatten. Also es scheint noch sehr, sehr stark zu sein, weil die Dilos haben hier nicht mal Schaden bekommen, was echt krass ist. Aber Leute, das war die erste Folge von Jurassic Battle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ja, lasst es mich mit einem Däumchen wissen. Und falls ihr in der nächsten Folge mit dabei sein wollt, dann müsst ihr jetzt einmal unten in die Kommentare schreiben #JB. Und mit etwas Glück seid ihr dann bei der nächsten Folge auch hier in der Arena mit dabei. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.